Wer die Kraft trainiert, der sollte auch die Ausdauer nicht vergessen. Wenn ihr viel Platz habt oder zum Beispiel in der Wohnung oder auf dem Balkon oder draußen trainieren möchte, ohne dass es euch groß bewegt, es gibt ein sehr intensives, kurzes, knackiges Programm, um die Kraft und die, beziehungsweise die Kraftausdauer und die Ausdauer zu verbessern. Und zwar ist das eine Pyramide, die aufwärts geht und wieder abwärts, besteht aus zwei Übungen, Liegestützen und Hocksprüngen. Das heißt, man fängt an mit drei Liegestützen, macht dann einen Hocksprung. Dann macht man sechs Liegestütze, zwei Hocksprünge, neun Liegestütze, drei Hocksprünge, zwölf Liegestütze, vier Hocksprünge und so weiter. Das heißt, immer drei Liegestütze mehr, einen Hocksprung mehr. Wenn man eine der beiden Zahlen nicht mehr schafft, dann geht es rückwärts wieder runter. Also wenn zum Beispiel bis zwölf Liegestützen gekommen ist und dann nicht weiter schafft, der macht dann wieder neun, sechs, drei und ist dann fertig. Sehr kurz, sehr knackig, meistens reicht ein Durchgang aus. Wer mehr Zeit hat, mehr Ausdauer, mehr Lust hat, der kann natürlich auch gerne zwei bis drei Durchgänge probieren. So sieht das Ganze dann aus. Fängt an mit Liegestützen. Für Einsteiger kann man natürlich auch schräge Liegestützen machen. Im Fensterbank, am Tisch oder am Stuhl. Das heißt, ein Liegestütz, zwei, drei. Beim Liegestütz hängen viele immer hier unten durch. Das darf nicht sein. Hier das Becken aufrichten, den Hund, der Angst hat und die Rute einklemmen. Hier das Becken aufrichten, schön die Spannung halten. Und dann geht das Brustbein nach unten und wieder hoch. Danach ein Hocksprung und dann wieder Liegestütze. Für die Fortgeschrittenen natürlich mit normalen Liegestützen dann. Dann sieht das Ganze so aus. Eins, zwei, drei. Hocksprung, sechs Liegestütze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei Hocksprünge. Neun Liegestütze. Drei Liegestütze,